Als ich vor über 30 Jahren mit der Aquaristik anfing, war es bei den meisten Aquarianern mit der Fütterung kein großes Thema. Man hatte eine Dose Flockenfutter und das war es dann zum Großteil. Selbst meine damalige Zoohändlerin sagte, dass Frostfutter nur als Leckerei für ab und zu mal sei. Heute weiß man das natürlich besser und auch das Angebot an Futterarten und Futtersorten für Fische ist viel größer. Man darf das Ganze natürlich nicht vermenschlichen, aber auch Fische brauchen Abwechslung. Man kann auch sehr gut sehen, wie Fische manche Futtersorten halt fressen, weil sie einfach Hunger haben und bei anderen Futtersorten ganz wild werden, weil sie sie einfach viel lieber mögen. So sollte der Speiseplan für Fische denn auch abwechslungsreich sein. Damit gewährleistet man den Fischen Abwechslung im Verhalten und eine breite Palette an Nährstoffen. Ich zeige in diesem Video mal, was ich so füttere. Und ganz nebenbei ist die Fütterung ja auch ein toller Aspekt der Aquaristik. Man sieht seine Tiere mal alle und wie sie hin und her hechten, um noch was zu erhaschen, ist einfach ein toller Anblick. Und man kann beobachten, ob es allen gut geht. By the way, wenn ihr dieses Video schaut und es euch gefällt, drückt doch den Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das habt ihr euch echt verdient. Legen wir also los. Frostfutter. Mittlerweile füttere ich Frostfutter am meisten. Man sieht den Fischen deutlich an, dass sie es viel lieber fressen als egal welche Art von Trockenfutter. Frostfutter sind schockgefrorene Insektenlarven oder Krebstierchen. Für jede Fischgröße gibt es da was Passendes. Für große Raubfische auch gefrorene kleine Fische. Ich spüle das Frostfutter vorher unter langsam fließenden und vor allem kalten Wasser ab. Man weiß nicht, was in dem Wasser drin ist, wo die Frostfutterlarven produziert wurden. Besonders bei roten Mückenlarven bin ich da sehr vorsichtig. Gefriergetrocknetes Futter. Es gibt verschiedene Sorten gefriergetrocknetes Futter. Das sind eben trockene Insekten und Larven. Vom Nährwert soll das sogar besser sein als Frostfutter. Aber es ist eben wirklich trocken. Ich füttere das ab und zu, wenn es mal schneller gehen muss. Trotzdem wird dieses Futter sehr gerne angenommen. Granulat. Ich habe schon öfter gesagt, dass ich gar keine Flocken mehr füttere, aus verschiedenen Gründen. Trotzdem füttere auch ich Trockenfutter, aber nur in Granulatform. Das gibt es in mehreren Formen. Hier habe ich ein Granulat, was an rote Mückenlarven erinnert und die meisten Fische gehen deshalb auch sofort daran. Durch die Form bewegt es sich beim Absenken auch etwas hin und her, was den Eindruck einer lebenden Larve noch verstärkt. Futterhafttabletten. Diese Tabletten verfüttere ich äußerst gerne und kann sie nur jedem wärmstens empfehlen. Die Fütterung ist auch eines der schönsten Aspekte in der Aquaristik. Mit diesen Tabletten hat man plötzlich alle Fische mal da, wo man sie gut sehen kann. Das sieht einfach toll aus.
Lebendfutter. Das beste Futter, von pflanzenfressenden Fischen mal abgesehen, ist natürlich Lebendfutter. Insekten und Larven, die zappeln und sich bewegen. Das Wasser aus den Tüten, die man kaufen kann, unbedingt weggießen und am besten das Lebendfutter in einem Artemia-Sieb vorher spülen. Hier verfüttere ich selbst angesetzte Artemia-Nauplien. Das ist ganz leicht und das gehaltvollste Lebendfutter. Ja, das war's auch schon. Am Schluss möchte ich mich noch bei meinen Zusehern bedanken. Es kamen lange keine Videos, weil ich in einem richtigen Tief steckte. Und auch noch stecke. Aber fast täglich kamen Kommentare, wann wieder neue Inhalte kommen und dass man sich Videos zu bestimmten Themen wünscht und auch einfach Zuspruch. Das ist euch vielleicht nicht so bewusst, aber das hat mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank an euch. Wenn auch länger mal keine Videos kommen, ich bin nicht weg und ich höre nicht auf. Vielen Dank nochmal für eure Treue und euren Zuspruch. Macht's gut und bis zum nächsten Video.